Dieser Fakt beunruhigt mich schon so ein bisschen. Wusstest du schon, dass jeden dritten Tag statistisch gesehen eine Frau in Deutschland von ihrem Partner oder Ex-Partner ermordet wird? Das macht hochgerechnet etwa 100 Tote in einem Jahr. Und ich erzähle dir jetzt eine Story von einer Frau, die von ihrem Ex-Mann mit einer Autobombe umgebracht wurde, und zwar Irmgard H. 1998 hat ihr Ex-Mann Rainer H. eine Autobombe in ihrem Auto platziert, das auf dem Parkplatz der Gesamtschule in Marienheide stand. Irmgard H. war selber Lehrerin an der Schule und hat mit ihrer Kollegin Agnes H. eine Fahrgemeinschaft gebildet. Und an diesem Tag, als sie dann den Zündschlüssel gedreht hat, ist die Autobombe hochgegangen und beide sind in dem Auto gestorben. Und wieso Rainer H. diese Tat überhaupt begangen hat, da schauen wir uns in einem anderen Video auf unserem Kanal an, aber vorab noch eine wichtige Message. Falls ihr selber von Gewalt oder Stalking betroffen seid, ist vielleicht die App vom Weißen Ring etwas für euch. Sie heißt No Stalk und über diese App könnt ihr Vorfälle direkt dokumentieren und sofort rechtliche Schritte einleiten.